unglaublich. Das glaubt mir kein Mensch, was uns da passiert ist. Schaut mal, was der Luki da gerade macht. Richtig cool, das Teil. Mega, oder? Aus Karton. Leute, aus Karton. Können wir das kurz festhalten? Das ist aus Karton. Mega, echt. Wir haben hier so einen Spaß, die Kinder. Hello, hello. Schaut mal, wo ich bin. Bei Nintendo. Und zwar gibt es Neuigkeiten. Wir wurden eingeladen. Meine Kinder sind schon fleißig am Bauen. Denn es geht um, ja, hier steht Bauen, Spielen und Entdecken. Und hier sind die ganzen Dinge, die die anderen Blogger schon zusammengebaut haben oder gebastelt haben. Richtig cool. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, ja, wie jetzt bauen. Es geht darum, dass man aus einem Stück Pappe was richtig Cooles zusammenbaut eben. Zum Beispiel eine Angel, ein Klavier oder ein Lenkrad fürs Motorrad fahren. Und zwar hier zum Beispiel. Da haben meine Kinder jetzt gerade schon fleißig gespielt. Hier ist auch der Lassi. Hallo. Ein bisschen aufpassen. So, das war gerade die Angel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Moritz ist nämlich auch dabei und ihr wisst ja, dass er nicht gezeigt werden möchte. Und hier ist zum Beispiel das Klavier. Genau, da kann man mit seiner Konsole Klavier spielen. Wie cool ist das bitte? Und hier ist der Elefant, den ich gebastelt habe. Also jetzt in dem Fall halt ein Elefant, aber man kann auch alles andere draus machen. Und dann kommen hier links und rechts diese Teile hier dran. Und dann kann man damit spielen. Wie krass ist das bitte? Schaut mal, aus Pappe. Aus Pappe. Nintendo. Wie geil ist das bitte? Also die Kinder haben auf jeden Fall total viel Spaß gehabt, die Sachen erstmal zusammenzubauen, zu konstruieren. Jetzt sind sie gerade noch mit der Angel beschäftigt, aber wie gesagt, meine Jungs haben total viel Spaß gehabt, das erstmal zusammenzubauen. Ganz, ganz einfach geht es, da ist eine Anleitung dabei und ja, wir testen uns mal weiter durch. Ich nehme euch weiter mit hier auf diese Reise und das ist jetzt eben ganz neu, kommt ganz neu auf den Markt. Wir dürfen das jetzt schon vorab testen, was ich richtig cool finde. Meine Jungs natürlich auch. Und schaut mal, wir sitzen sogar auf Karton. Danke dir. Genau. Hoffentlich hält das Ding mich auf. Und Leslie, wie findest du das? Cool. Bisher cool. Jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran, Leslie. Gut, haben wir heute schon mal ein Abendessen, das ist sicher. Ich kann mich nicht finden. Moritz ist raus. Moritz ist raus. Gut, dann ist er ganz schnell. Zum Beispiel fangen wir erst mit. Das kann ja sogar driften. Was muss man da machen, Luki? Das ist so ein Haus und wenn man sie irgendwie so hier reinsteckt, kann man dann verschiedene Spiele. Verschiedene Spiele spielen? Ja. Zeig mal. Aber du machst es voll gut. Super. Nein! War es nichts mit dem Hai, Moritz? Jetzt wird uns gerade dieses Piano hier erklärt. Schaut mal, hier ist dieser Joy-Con und ich sage halt Joystick, ne, weil ich bin halt etwas ältere Generation, aber das ist dann scheinbar falsch. Jedenfalls ist hier so ein Sensor. Hier sind dann so weiße Leuchtstreifen und dann kann man dadurch quasi jetzt gleich Klavier spielen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt hier die Taste drücke, erkennt er eben in dem Suchfeld, dass jetzt hier eben die Taste gedrückt wird und dann gibt er auf dann der Konsole den Ton auf. Ist wieder die Kamera drin, dort vorne platziert. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann hat jedes Gewicht wieder so einen Leuchtstreifen und der wird dann wiederum von der Kamera erkannt und führt dann eben zur Reaktion in der Konsole. Ja, genau. Ja,
Klavier war es total lustig, gell, Lassie? Mhm. Mega. Und die Angel. Der Moritz hat sich ein bisschen geärgert wegen dem Hai. Er hat alles versucht, den Hai zu fangen. Oder zu angeln. Ja. Hallo, hallo, guten Morgen. Jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Ich habe gerade meinen Haushalt gemacht und habe mich soweit ready gemacht. Es geht nämlich jetzt gleich in die Stadt. Mein Mann, der ist gerade auch angekommen. Genau. Wir fahren in die Stadt, denn wir müssen noch ein bisschen was besorgen. Der Gianluca braucht noch so Einlagen bei Footlooker oder Footlocker. Keine Ahnung. Jedenfalls haben die da so ein Angebot. Also auf jeden Fall braucht er das für seine neuen Schuhe. Da fahren wir jetzt hin gemeinsam. Ich freue mich jetzt, Zeit mit meinen Männern zu verbringen. Yay, die Sonne scheint nämlich auch. Ganz wunderbar. Vielleicht gehen wir noch eine Runde unten am Main spazieren. Ich brauche auch noch ein paar Sachen für unseren Urlaub. Denn über Ostern geht es ein paar Tage weg. Der Max, der bleibt da. Mit der Bella, da ist sie. Genau, deshalb sage ich das auch, dass wir wegfahren. Sonst würde ich das nämlich gar nicht dazu sagen. Und ich nehme euch jetzt weiterhin eine Runde mit. Bei Nintendo gestern war es richtig, richtig cool. Also dieses Labo, mega, echt. Also ich war erstmal so, was ist das überhaupt? Aber mit einem Stück Pappe können die Kinder dann halt echt spielen. Die sind total kreativ vorher und müssen halt was zusammen basteln und bauen. Und dann können sie spielen. Also richtig genial. Meine Kinder haben schon gesagt, Mama, bekommen wir das zu Ostern? Mal gucken. Also am 27.04. kommt es ja raus. Und dann schauen wir mal, ob das meine Jungs bekommen. Wir basteln heute Abend übrigens noch eine Runde. Also was heißt basteln? Meine Jungs, also der Gianluca und der Alessandro, die bemalen noch diese Hasen hier. Und zwar ist es dann als Ostergeschenk für meine Mama in Italien. Wir haben da eine weite Reise, ne? Die werden dann verschickt eben mit der Post. Nein, nicht mit Hermes. Kleiner Insider. Erzähle ich euch dann im nächsten Video. Und ja, mein Mann, der ist jetzt bereit. Wir fahren jetzt mal los. So, wir sind in der Stadt angekommen. Und heute habe ich besonders toll gekocht. Nämlich gar nicht. Wir sind bei Subway. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Und dann müssen wir, wie gesagt, zu Footlocker. Da habe ich noch die Quittung drin. Von den Schuhen. Okay, wir lassen es uns jetzt schmecken. Yummy, yummy. Sagen die doch immer, ne? Mittlerweile bei Zara angekommen. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen, die ich mir rausgesucht habe, die ich jetzt gern anprobieren möchte. Das hier wollte ich euch mal zeigen, das gefällt mir total gut. Schaut mal, wie schön das aussieht und hier hinten. Schaut mal, wie das hinten aussieht. Voll schön, oder? Dann noch die Hose. Und hier ist noch eine Hose. Und das probiere ich jetzt mal an. Okay, also das ist scheinbar irgendwie falsch, weil hier steht S. Das kann gar nicht S sein. Schaut mal. Hey, schade. Guck mal, ob es das noch in XS gibt, weil das ist echt voll schön. So hier mit dem Schade. Irgendwie sitzt das alles voll locker. Das ist XS? Gibt es doch gar nicht. Hm. Also ich meine, das sind Hosen, die müssen so locker sitzen. Ne? Das schon, aber irgendwie... Ja, naja, ich guck mal. Ich gucke jetzt einfach mal. So, und das ist jetzt S. Aber ich probiere auch noch XS an, damit ich mal den Unterschied einfach sehe. Genau. Okay, XS ist besser, weil dann dieses Unterhemdchen nicht ganz so weit runterrutscht und man nicht so viel Ausschnitt sieht. Und das möchte ich natürlich nicht, dass man zu viel Ausschnitt sieht. Und so ist es perfekt. Ja, die gefällt mir voll gut. Ich glaube, das wird so einer meiner liebsten Blusen. Das weiß ich jetzt schon. Wir sind wieder zu Hause. Hier sind die geshoppten Sachen. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr sehen wollt, was ich so gekauft habe. Bei Footlocker oder Footlocker war ein kleines Problem, voll der Fail. Ich habe mich so geärgert. Und zwar soll man die alten Sohlen mitnehmen, damit man dann neue bekommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wer nimmt denn die alten Sohlen mit und tauscht sie um? Das ist doch so eklig. Deswegen muss ich nochmal hin, weil ich hatte die natürlich nicht dabei. Ich habe mich da jetzt voll geärgert, weil ich halt nochmal hinfahren muss. Total der Fail. Und ja, ich werde jetzt mal kochen. Heute gibt es Gnocchi. Das letzte Gericht aus meiner HelloFresh Box. Dazu nehme ich euch wieder mit eine Runde und zeige euch das vielleicht als kleine Inspiration. Und das Wetter ist total schön. Mein Mann, der ist jetzt noch mal Motorrad fahren mit dem Alessandro. Ich decke dann in der Zwischenzeit noch den Tisch
Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wenn ihr sehen wollt, was ich alles gekauft habe. Und dann geht's jetzt mal ab in die Küche. Und denkt dran, zur HelloFresh-Box habe ich noch den Rabattcode HFRosella30, nennt er sich. Da könnt ihr 30 Euro sparen. Und jetzt zeige ich euch mal, was es Leckeres gibt. Und lasst mich hierzu wissen, ob ihr, wie gesagt, sehen wollt, was ich Schönes geshoppt habe. Und die Bella ist auch da. Die hat sich auch gefreut, dass wir wieder da sind. Na Bella, wir waren ja nicht so lang weg, gell? Hm? Alles okay bei dir? Wir gehen dann schön Gassi, ne? Okay? Okay, jetzt wird aber erstmal gekocht. Heute gibt's Gnocchi in cremiger Tomaten-Spinatsoße. So sieht es aus. Und ich dünste gerade die Zwiebeln an in Olivenöl und mache jetzt mal weiter. Die Paprikawürfel sind jetzt noch dazu gekommen und Knoblauch habe ich dazu gepresst. Eine Dose Tomatenstückchen ist schon drinnen und jetzt kommt die nächste dazu. Und das Ganze müssen wir dann 10 Minuten köcheln lassen. Ich schmecke das Ganze dann noch ab mit Salz und Pfeffer. Ein bisschen Zucker packe ich noch dazu und dann brate ich die Gnocchi an. Ich habe jetzt die Tomatensauce eine ganze Weile länger köcheln lassen. Das nimmt einfach so dieses Bittere von den Tomaten raus. Also so kenne ich das halt. Und in der Zwischenzeit, während das jetzt noch weiter köchelt, gebe ich die Gnocchi in meine Pfanne. Das Olivenöl, das ist jetzt heiß und brate die an. Jetzt kommt hier noch Creme Fraiche rein. Ich werde allerdings auch noch ein bisschen was von der Tomatensauce in diesen Topf geben und durchpürieren, denn hier kommt ja dann Babyblattspinat rein und das mögen ein paar meiner Kinder nicht und deshalb gibt es eben eine extra Tomatensauce. Ja, so ist es manchmal mit Kindern. Und jetzt müssen wir den Babyblattspinat ganz langsam unterheben und dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und hier sind die Gnocchi. Und so sieht es jetzt fertig angerichtet aus. Ich habe noch Basilikum oben drüber und das ist eben die Portion ohne Blattspinat. Und so sieht eben das Original aus. Ja, ich finde, da kommen wir schon dem Ganzen sehr nahe. Okay, wir lassen es uns jetzt schmecken. Da bin ich wieder. Ich bin total voll gefuttert. Boah, das war so lecker und ich bin total traurig, dass es jetzt das letzte Gericht war aus meiner HelloFresh-Box. Aber ich werde sie definitiv nachbestellen. Ich muss jetzt nur mal gucken, wann, weil wir ja noch das Kühlschrankproblem haben. Ihr wisst Bescheid, da nehme ich euch ja mit auf die Reise. Es ist unglaublich, das glaubt mir kein Mensch, was uns da passiert ist. Jedenfalls denkt dran, ich habe ja noch den Rabattcode für euch, HFRosella30 nennt er sich, da könnt ihr 30 Euro sparen. Und für alle die jetzt gedacht haben, dass ich einfach so zu Footlocker gehe oder Footlooker, um neue Sohlen zu bekommen. Nein, ich hatte natürlich den Kassenzettel dabei und der hat mir eben gesagt, damals, als wir die gekauft haben, dass man innerhalb von einem Jahr neue Sohlen bekommt. Und wie gesagt, ich habe halt nicht gewusst, dass ich die alten stinkenden mitnehmen soll. Wer will die schon haben, ne? Aber die muss man dabei haben. Deshalb muss ich nochmal hingehen. Also gut, ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Sagt mir gerne Bescheid, ob ich euch mit in den Urlaub nehmen soll. Dann kann ich natürlich die Kamera mitnehmen und euch so ein bisschen was zeigen, was wir so erleben. Ich freue mich schon riesig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Da ist die feine Bella. Deshalb habe ich gerade so nach unten geschaut. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich denke nämlich, dass das Video schon wieder ultra lang geworden ist. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Da würde ich mich total freuen. Einfach auf den Abonnieren-Button. Und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und wie gesagt, das ist kostenlos. Ich würde mich jedenfalls total freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.